Ja, ich will weitermachen. Was bleibt mir denn anderes übrig? Das war, glaube ich, weil ich nicht geschlafen habe. Ich glaube, das war, weil ich nicht geschlafen habe. Was? Hä? Warte mal, was? Aber ich habe mehr Geld als beim ersten Angriff. Kann sein, dass es Angriff hätte triggern müssen und es nicht getan hat? Ich bin verwirrt. Warum ist... May, da gibt es nicht nur einen Angriff. Scharfschütze 1. Mit der Pistole. Ich bin echt ein Scharfschütze. Gute Granate, Leute. Jetzt warte doch mal. Ich lade nach. Abbrechen, dann kannst du aber nicht abbrechen, weil du weitermachen musst oder wie jetzt? Ich habe Inception nie geguckt. Was ist los? Nicht Granado. Och, Moskowitsch. Nee, der ist auch schlimmer als der andere. Hä? Hallo? Ja, gut. Ich sollte eine neue Waffe kaufen. Ich kann es ganz einfach überprüfen. Ich habe nachgeladen. Also das ist der zweite Angriff jetzt. Leute, warum sind nur meine guten Leute tot? Wisst ihr noch, als ich gerade gesagt habe, oh, ich könnte ein Gewehr kaufen, aber das mache ich jetzt nicht. Das machen wir beim nächsten Mal, wenn ich unterwegs bin. Wisst ihr noch, als ich das gesagt habe? Boah, das ist aber eine Bodyroll. Отлично, работа. Лишь что вы пасуете о доместе. Комиссар Радобуду. Nein, er ist kein... Oh nein, das ist ewig her. Oh, kann sein, dass wir ewig buggy waren. Weil ich kann ja gar nicht speichern. Oh mein Gott, müssen wir lang buggy gewesen sein. Okay, aber den habe ich schon dazu gekauft, den anderen. Der ist noch nicht abgegradet. Du da oben bist total nutzlos. Jetzt bin ich aber verwirrt. Okay, wir haben die zwei noch. Aber wir haben hier niemanden. Also es hat halt gespeichert, bevor ich abgegradet habe und dann die Leute weggebracht haben. Jetzt kann ich aber auch schlafen. Okay. Dann machen wir jetzt nochmal ein Rundfahrt-Dings. Wir nehmen jetzt die Gefangenen mit. Das ist ja dann gar nicht so viel. Transfer zum Polizeiauto. Bringen unser ganzes Schmuggelzeug weg. Und gehen dann zu dem an... Ich bin fast... Ach, scheiß rau. Ich bin fast pleite, aber let's go. Und gehen dann neue Waffe kaufen. Hi! Ich hätte gern dein aktuelles Fahrzeug ausgeholt.
Ernsthaft? Okay, Leute, geht noch mal bitte. Geht noch mal ins Gefängnis. Ich. Mann. Okay. Adamana. Ja, gib mir den Kratzduck. Ja. Das ist doch schon eher was. Ich werde es gleich bereuen, dass ich das gemacht habe und nicht den anderen geupgradet habe. Ich bin mir sehr, sehr sicher. Hey, Leute! Die Tür war offen. So. Sehr schön. So ein großer. Ja. Jetzt stell dir vor, wir upgraden den noch. So. Danke! Aha. Okay, wo ist der Motor? Da. Ich hab keine Musik. Oh. Ja, der ist schon sehr... Oh, okay. Ja, kein Problem. Das kriege ich hin. Große Autos kann ich. So. Also wenn ich bei dem Raidfest-Zeug bei Pete's Meet mitmachen würde, wäre ich auch der Busfahrer. Mit großen Geräten kann ich umgehen. Hallo Dosenleber. Police gezockt hat, du bist quasi einen Twitch-Trend gestartet. Ja! Ich habe einen Twitch-Trend gestartet. Ich bin krass. Naja gut, wir haben es am Release-Tag gespielt. Also viel früher hätte man es nicht spielen können. Ups. Es fährt auch keiner so gut wie ich, bin ich mir ganz sicher. Crash Lunaria Challenge, let's go. Oh nein, weil da Ed Lunalia steht, werde ich jetzt immer markiert halt, also. Oh, diese Ed-Sachen finde ich nicht gut. Oh Gott, wie passe ich denn da durch? Easy. Ich brauche ein größeres Auto. Das ist gar keine Challenge. So. Hallo. Ist vielleicht ein bisschen Overkill für so zwei Gefangene, aber... Mein Fenster ist schon wieder kaputt. Hallo! Also, ich habe da zwei Gefangene. Ja. Danke. Oh Gott, jetzt hier rauskommen wird lustig. Ja. Das passiert selten. Eigentlich nicht. Eigentlich tatsächlich nicht. Weil ich eigentlich sehr oft Sachen bei Release spiele, die... Also... So Simulatoren habe ich ja auf dem Schirm. Zum Beispiel Hotel Renovator. Ich weiß nicht, ob das so hoch geht, aber das hätte ich eigentlich auch gespielt. Aber da hatten wir halt zu viel. Ich habe die Releases schon sehr gut auf dem Schirm von solchen komischen Spielen. Deswegen kann sowas öfter passieren. Klebi, hör auf! Was machst du denn? Kaufst mir das Spiel gut. Danke, danke. Sag mal, was macht ihr da, Leute? Boah, ich will so einen Bus haben. Aber auch in knallrot. Kommunismus ist rot, oder nicht? Hallo, Mambe. Aber ich muss auch nichts verkaufen an dem Spiel, weil das Spiel ist halt gut. Also, weißt du? Oh. Apropos, Vlads Werkzeug. Ja, sehr schön. Nächste links. Ich mache jetzt irgendwie meinen Opa, der Dinger immer mega laut in unserem Dorf gespielt hat. Ja, ich habe noch das da. Das ist dann eher so... Weißt du? Das Spiel, das Bonk spielen wird. Also, ich weiß nicht mehr, wie der heißt, aber... Also, irgendwann in den nächsten Wochen kommt noch ein Simulator. Ich hoffe, da haben wir wieder mehr Platz. So... Vlad, wo sind wir? Ich will ein anderes Auto, das ist mir zu groß. Für die Waldwege. Will ich aber auch meinen, ne? Will ich aber auch meinen. Ja, sehr schön.
Gläschen ballert. Was ist das? Hi! Warte. Den haben wir doch gerade verhaftet. Der hat ja noch einen hässlichen Pulli. Maurice und ich in einem Team? Ada? Und du willst, dass wir verlieren? Also, puh. Also, ich weiß nicht, wie Maurice in dem Spiel ist, aber also, er war das erste Mal dabei und ich bin, glaube ich, nicht so gut in so einem Spiel. Also, ich glaube, das läuft nicht so gut. Warte mal, 2000! So viel Geld habe ich nicht, Leute. Ich habe nicht so viel Geld. Das ist dein Bruder. Achso, okay. Kifft der? Ne, die rauchen hier alle. Mein Influencer spielt dieses Spiel schon. Eine Granate wäre... Aber ich brauch das da. Warum kostet das denn 2000? Maschinengewehr bringt mir nichts. Ich bleib meiner Pistole noch treu. Hätte ich mal nicht das neue Auto gekauft. Kein Geld, bist du ehrlich geworden? Nein. Also, ich war schon immer ehrlich. Oh, das war die falsche. Egal. Nächste rechts. Ja, nee. Sehr schmuf. Sehr schmuf. Die Schmuggelware. Ja, die bringe ich ja jetzt zurück, aber die bringt ja nichts. Obwohl eigentlich... Nee, die Schmuggelware behalte ich. Das ist mir zu doof. Also das bisschen Geld da, nee. Oh mein Gott. Warte, jetzt weiß ich, was das Problem ist. Danke fürs Wischen, Missy. Egal, ich bring die Schmuggelware nicht weg. Der Ausflug hat sich gar nicht gelohnt. Oh, diese Leuchte. Und deswegen soll man übrigens, während man Auto fährt, nicht aufs Handy gucken oder sonstiges. Das kann sehr schnell, sehr schlecht enden. Ich zeige euch gerade, also, was dann passiert. Das ist nicht, weil es gut ist, was ich mache, sondern einfach nur, um euch zu zeigen, warum. Kann es vorhin auch keinen Platz machen. Ja, ich weiß auch nicht. Die sind sehr, also, bedrängend. Also, schnell fährt das Auto, aber nicht. Hallo? Ist einfach in mich reingefahren. Rechts vor links, Junge. Ja, raus jetzt. Mach mal repariere. Was mit Stream gucken während der Fahrt? Auch nicht gut. Auch nicht gut. Überhaupt nicht. Jetzt seid doch nicht so. Der war schmuf von May. Ja, jetzt wird's auch dunkler. Macht schon mehr Sinn. Ich glaube, wir waren wirklich verbuggt. Boah, kann ja auch schlafen. Easy. Minus 2000 Upgrades. 2000 hätten es Gewehr sein können. Das sind nicht meine Freunde. Ich dachte, du magst Tan. Ja, wie könnte es auch anders sein als ein wunderbarer Tag? Ich meine, ich lebe hier, nicht wahr? Dann kann es ja nur gut sein. Das ist ein schwarzes Auto, oder? Ist das schwarz? Das ist das schwarze Auto, oder? Die Musik auch. Das ist nicht schwarz. Kommen Sie doch her. Da ist schon wieder ein Löwe. Oh, hört doch auf, mich zu shitstormen. Lev Korolov. Lev Korolov. Lev Korolov.
Levko Roloff. Gut. 81. 81. 1. Mai. Oh Gott, wir sind jetzt im Mai. Nicht mehr über April. So. Ja, schön. Z91P. YCUP. Mhm, Ja, ja. Das sieht alles gut aus, ja. Gehen Sie doch. Da ist eine Scheibe. Scheibe. Kommen Sie doch mal raus, bitte. Dort liegst du. Hat mal willkommen. Das ist nett, danke. So. Ist hier was? Nein. Die Musik ist mir wirklich ein Ticken zu böse. Danke. Geht doch. Da fehlt eine Stoßstange. Zumindest sehe ich kein Nummernschild. Kein Nummernschild, gleich Stoßstange fehlt. So. Skooks 1730 LD, sehr schön. Gut, dann gucken wir doch mal die Ladung an. Sir. Okay. Ich vertraue dem, der ist ein Guten, glaube ich. Ich glaube, der ist ein Guten. Oh, eine Toilette. Oh mein Gott, wie viel hast du denn? Oh, das würde ich gern ausgeladen alles sehen. 14. 2211. 2211. Dich habe ich nicht und dich habe ich nicht. Also, 14. 2. 3. Und dreimal die 1. Okay, sind das die richtigen? Düngemittel, Kühlschrank, Gasherd, Toilette, Reinigungsmittel und biologisches Gefahrengut. Sehr schön. Oh nein, das wollte ich nicht. Klofunktion testen. Ich wollte es eigentlich nur aufklappen. Okay, wir holen alles raus. Das ist mir zu viel. Ich gehe ultra vorsichtig mit allem um, was ich anfasse. Wirklich. Oh. Du wirst es fast nicht wiedererkennen. Die sehen aus wie so ein Flohmarkt oder so. Ja, sehr schön. Wolle Kühlschrank kaufe. So. Na, sieht gut aus. Ah, oh, das macht doch mein Messer kaputt. Das macht mein Messer kaputt. Wieso hast du so viel? Jemand, der so viel hat, der muss doch Dreck am Stecken haben. Niemand kann so viel Geld haben, sich so viel zu leisten. Hm. Oh. Naja. Okay, vielleicht halt schon. Maximov! Lad wieder ein. Und was sie du? At Maduro. Darf der so viel? Okay, so, jetzt gucken wir natürlich an, wie das Auto aussieht. Also, Reifen ist schön. Das ist ja voll gemein. Der hat ja voll die Nachteile, dass er ab über 3 kaputten Reifen zum Beispiel nicht rein darf. Weil der hat ja viel mehr, was kaputt sein kann. Aber sieht gut aus. Also verhältnismäßig sieht es gut aus bisher. Scheibe kaputt, Scheibe kaputt, Scheibe. Okay. Noch eine Scheibe. Spiegel und Spiegel sind da. Kotflügel und Kotflügel sind da. Sitze dürfen kaputt sein. In dem Motorraum versteckt. Na, der hat gar nichts. Das ist ein Netter. Was ist denn mit euch? Guck mal, wie süß sie der ist. Der ist ein ganz Lieber. Und ihr seid so... was für ein Böser. Guck, da ist nichts. Guck mal, da ist gar nichts. Ihr seid so gemein. Kein Vertrauen in Menschen. Das passt alles. Wirklich. Du darfst fahren. Tschüss, ihr auch. Danke. Schneid alle Säcke auf. Muss ich ja.
Ist mein Job. Und an der Côte d'Azur. Oh Gott. Dokumente in Ordnung. Was habe ich verpasst? Fehlende Stoßstangen. Da fehlt keine. Da hinten hat keine gefehlt. Okay. Egal. Tani, jetzt bist du geblankt. Haha! Haha! Ist auch kein schwarzes Auto. Ja, danke schön. Hallo. Iquidal Glonti. 0UYH LBF1. Juni, 15. Mai. Ja, 990. Mal gucken. Passt, gerade so. Stoßstange fehlt. Uiuiui. Den lasse ich doch jetzt schon wieder nicht durch. Notz 1670 CL. Also, Scheinwerfer, Reifen, Stoßstange, Spiegel. Bist schon raus. Reifen, Stoßstange, Scheinwerfer und Spiegel. Und jetzt den Rest noch. Ja, du bist raus. Du hast kaputt. Alles kaputt. Warte, Scheibe? Wo habe ich Scheibe gesehen? Warte mal, stopp mal. Nochmal. Also. Doch, die Scheibe ist kaputt. Alles gut. Habe alles richtig gemacht. Fehlt hier wieder ein Kotzflügel? Nee, ne? So. Natürlich zweimal Seil. Achso. Ja, Tani, die blenken ein. Ich wurde auch geblenkt. Einfach so. Einfach so wurde ich geblenkt. Kannst du dir das vorstellen? Mein Witz war gut. Die sind einfach so. Reinigungsmittel. Ach so. Warte mal, wir sammeln das mal. Das wird mir jetzt... Geh mal raus. Dein Auto ist zu klein. Das hat zu viele Verstecke. Wie sollen denn da noch zwei reinpassen? Sag mal... Da passt nichts mehr. War der Witz gut oder fandest du ihn gut? Der war gut. Der war gut. Und ich fand ihn gut. Beides. Also. Tut mir leid, aber. Also. Es tut mir jetzt echt leid, ein bisschen. Also. Du hast da gelügelt. Da muss irgendwas sein. Irgendwas muss da sein. Irgendwo reingeschoben. Also, ich bin mir nicht sicher, aber zwei von denen fehlen. Das ist schon ein bisschen groß, oder? Wo haben sie denn die zwei Reinigungsmittel versteckt, Sir? Also... Sehr vorsichtig mit dem Polstern. Ja, wenn du keine Schlange drauf gedruckt hast, dann ja. Ich sehe da nichts. Ich bin mir nicht sicher. Also, ich sehe jetzt nicht, wo da... Also, wo ich was übersehen habe. Du bist raus. Aufgrund mehrerer Gründe. So, Frachtbrief ist falsch. Tägliche Bestimmung. Du bist raus, bist du. Wie sieht es mit deinem Dings aus? Bild? Ja, das passt. Oh. Im Bad kann sein. Ja, neue Mods. Zwischendurch das Auto gereinigt. Du bist nicht im Recall. Nein, ich habe keine Rose für dich und auch kein Foto. Du bist raus. Oh, warte mal. Du kaufst nichts an, was ich habe. Ja, das Päckchen Kaffeezeug ist ganz schön... Ah, du, ne? Toilettenpapier, ja, aber das ist ja nichts wert.
Warum kauft ihr meine Schmuggelware nicht an? Fahr. Achso, Fracht. Entschuldigung. Maximov! Ach da. Ada. Nur weil ich dir eine neue Weste gekauft habe, heißt es nicht, dass du jetzt machen kannst, was du willst. Du bist immer noch mein Lakai. So. Jetzt darfst du. Vergiss es, du darfst nicht. Ich glaube, der wird mein Liebling. Nein, ist nicht blank, Liebling. Nein, wir werden nicht geblankt. Er verkauft Waschpulver, aber hat zu wenig dabei. Aha. Stimmt, Missy. Guter Punkt. Ja. Schlaf gut, Sweet Scorpi. Träum was Schönes. Schmuggelware verkaufen, ihn dann wegen Schmuggelware verhaften. Ich glaube nicht. Was? Schon wieder was? Fahrzeugtyp. Auf den muss ich auch achten. Autoscheiben zerbrochen. Aber habe ich doch, oder? Ich habe irgendwas angekreuzt, ohne dass ich das ankreuzen wollte. Ich bin mir sehr sicher, ich habe ja dann noch die Autoscheibe überprüft. Ich habe irgendwas anderes angekreuzt, obwohl ich Scheibe ankreuzen wollte. Aber das andere war auch richtig. Naja, war gut. Bitte was? Mein Humor? Mein Humor? Also mein Humor ist nicht das Problem. Ich brauche ein schwarzes Auto. Bist du schwarz dahin? Das ist, glaube ich, schwarz. Ja, das ist kein Khaki, das ist schwarz diesmal. Hallo! Gib mir doch mal deine Dinger da. Danke. Der mobbt mich, weil ich so klein bin. Ich hätte Toilettenpapier kaufen sollen. Und da hat man es wieder. Karma. Du verkaufst... Man, kauf doch mal meine Schmuggelware. Malak Jolva. Malak Jolma. Hm. Hm. 4240. Ja, okay. URD. URD 4540 ZH. Ist das nicht illegal? Nur Stangen. N90M QZXY. Also. Alles gut. Bist du das überhaupt auf deinem Foto? Ja, doch schon. Reifen. Warum überprüfe ich eigentlich noch was? Der gehört eingesperrt. Der wollte sich illegal einschleusen und hat mich für dumm verkauft. Ich nehme das mal raus. Das ist mir zu unübersichtlich. Also was... Ich bin ganz froh, dass er nicht rein darf. Glaube ich. Schlaf gut, Reiswaffel, die Träume, was Schönes. Und einen schönen Tagesstart wünsche ich dir morgen. Morgen. 12. 12. Warte mal. Also ein Fass zu übersehen, könnte ich nicht fassen. Das wäre wirklich kaum zu fassen. Ich würde sagen, der stimmt nicht. Ich kreuze es nur schon mal an. Ja, fassungslos trifft es auch ganz gut. Unfassbar, ja. Alle fassungslos, ja. Ja, ja. Also ich habe jetzt ein paar Gründe, warum ich den nicht. Also muss ich den Rest noch untersuchen? Ich meine, also... Ich meine, also das ist eindeutig, oder nicht? Das sieht gut aus. Mach mal zu jetzt. Es sieht auch nicht zerbrochen aus. Das auch nicht. Die Reifen sehen auch alle gut aus. Spiegel, Spiegel. Scheinwerfer, Stoßstange. Mach mal zu hier. Ja, der Rest ist... Also mach ich's auf? Ich mach's auf.
Der hat so viel gelügelt, da muss irgendwas. Er hatte nur das eine Schmuggelfass, ne? Aua. Er hatte nur das eine Schmuggelfass. Hier ist nichts mehr, ne? Heilfasten, was? Ja, die Schmuggelware ist schon weg. Hier, Maximov? Maximov, mach doch jetzt mal. Atmaduro. Du siehst doch, dass ich fertig bin. Gut, du hast Fass und hättest mehr Sachen abgedeckt. Weißt du, Clemmy, selbst blank machen und dann selbst mit den Fasswitzen. Ja, ja. Also wirklich. Sir, es tut mir leid, aber Sie dürfen nicht. Ich überprüfe nur kurz. Name, Nachname, Wachtbrief und Passnummer. Gehen Sie. Nicht hab. Die Sachs schlägt ja fast den Boden aus. Was ist denn mit euch? Nicht nur fast richtig. Missy, das ist Blut. Blut. Mit Antibiotika drinne. Hat er mich gerade beleidigt? Na, da sehe ich doch schon. Also mein professioneller Blick. Also, Chat, ich weiß, ihr habt damit ein bisschen Probleme mit den Karosserie-Sachen. Ja? Du kommst nicht rein. Errungenschaft. Also, das ist übrigens, wenn die Karosserie kaputt ist. Also, wisst ihr? So sieht es aus. Ich wollte euch das ja die ganze Zeit beibringen. Ihr wart da ja nicht so. Also, wisst ihr, ihr wart ja nicht so gut da drin. Es sieht aus, als würde hier eine Stoßstange fehlen, oder? Obwohl es ein Nummernschild gibt. Es sieht ein bisschen so aus, richtig? Wo ist der? Der hat ihn verloren. Achso, ich hab ja... Ich steig mal auf. Der Schnurrbart, ich sag's dir. Du bist böse. Boah, ist der unfreundlich. Da gucke ich jetzt aber genau hin. 5 Axke. 162b. Pla. 423. Pla 423. 8ZQ. Okay. Surendamden. 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 Okay. Mai. 2. Mai. Oh, aber gerade so. Ui. Darf ich den überhaupt reinlassen? Der muss ja dann morgen zurückfahren, oder? Also. Ich trau dir nicht, mein Freund, ne? Also irgendwas stimmt mit dir nicht. Aber gut, ich glaube, dahinter kommt der Schmuggler, deswegen ist schon okay. Solange hier alles stimmt, stimmt hier alles. Ich will mal nicht so genau hingucken. Ja, passt. Gut. Ja, sieht gut aus. Ich glaube, ich lasse dich einfach fahren dann. Also ich muss erstmal kurz gucken. Ist da... Jetzt geh doch mal aus dem Weg, du bist echt... Also wir haben den Kotflügel. Sonst sieht eigentlich alles ganz okay aus. Ah, Kotflügel, Scheinwerfer. Kotflügel, Scheinwerfer, Stoßstange. War ja... Kotflügel, Scheinwerfer, Stoßstange. So. Spiegel. Oh nein! Oh nein, die zwei Spiegel fehlen auch. Ich wollte ihn reinlassen. Schlaf gut, Lörker, träum was Schönes. Lörker muss heute früh ins Bett. Lörker ist müde. Ach, ich mich auch. Reif uns mit dir mit dem Messer. Ja, ich glaube. Ja, das passt. Oh, oh, warte. Oh, 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 oh. Okay. Eigentlich müsste ich ihn. Also, er wollte Schande über mein Land bringen, indem er. Also, ein kaputtes Auto hatte. Eigentlich sollte ich den gleich einsperren.
Ich glaube, ich sollte ihn gleich einsperren. Vielleicht auch erschießen. Perfekte Inspektion. Biologischen Krieg führen. Was? Ins Auto furzen? Was ist mit euch? Du hast ein schwarzes Auto. Miroslav Umitenko. Miroslav Umitenko. Miroslav Umitenko. Miroslav Umitenke. U5XL, 7D5E. Das ist aber kein Zavet, oder? Fahrzeugtyp. Nee, hä? Aber ich hab doch... Achso, warte mal, aber... Jetzt nochmal, Fahrzeugtyp. Muss ich dann zurück? Nee. Also wie das schneller gehen soll, weiß ich nicht. Aber ist auch egal. Ich blätter gern. Miroslav. Oh Gott. Ja. Ein Zavet. Das ist kein Zavet. Ja, wo sind denn jetzt die Autos? Ja, aber ich hab doch auf... Guck mal, ich drück doch auf Fahrzeugtyp. Ich drück doch auf Fahrzeugtyp. Ach so. Aber, hä? Ja, und was mache ich jetzt? Ich kann ja nichts machen. Ach, hier kann man auch blättern. Ach so, hier kann man... Oh Gott, okay. Das ist kein Zavet. Das ist kein Zavet. Das ist ein... Nee, mach weg. Das ist ein Varila ohne Hintern. Nee. Das ist ein Varila ohne Hintern. Guck mal. Also der Zarif, ja? Zavet meine ich. Der Zavet, ja? Der hat zwei Scheinwerfer-Dinger. Der hat nur ein. Das ist kein Zavet. Also ich bin. Also. Fahrzeugtyp. Falsch. TMA. Oh, da... Mann, das ist ja alles falsch. Aber gut, ist ja klar, wenn es das falsche Auto ist. Echt schlecht gefaked. 1580, gucken wir mal. Gut. Steig mal aus. Steig mal aus. Was liegst du? Hat man begleitet? Ich weiß ja schon, dass du der Schmuggler bist. Ja, guck doch mal. Da ist doch schon die Schlange. Ach, ich brauch ein Messer. Drogen, Kokain? Wie viel Geld? Nee, also Entschuldigung, für Kokain sind mir 540 echt zu wenig. Also du hast viel, also vergiss das, also... Also, da musste schon ein bisschen mehr drauf. Boah. 540 wollte er mir geben. Ich glaube, sagt. Noch eins. Oh mein Gott, ich muss die Sachen wegbringen. Mann. Nein, stimmt, ich hab ja nicht... Oh nein, ich hab ja nicht nachgekauft. Vlad, wo bist du? Vlad? Ich brauche Vlad. Vlad! Vlad, ich brauche eine Spitzhacke. Vlad, gib Spitzhacke. Noch nicht. Ich hab hier gerade einen Drogenkurier. Okay, gib her. Brauch. Also Brecheisen kaufe ich schon mal. Das ist ja fast kaputt. Die Spitzhacke kaufe ich. Kaufe ich noch eine zweite Spitzhacke. Und ein Messer kaufe ich auch noch mal.
Ja, war super Geschäft, danke. Ist schon abgelehnt. Was? Nein, ich habe gerade Drogen am Stecken. Also, ihr wisst schon. Du kannst doch... Also... Koks habe ich. Koks. Richtig feines Koks. Das kaufen alle. Das ist wichtig. Wie gesagt, also ich brauche auch Geld, ne? Sag mal, was mache ich hier alles kaputt? Also nur so eine Frage, wie viel hat er dabei? Das Geld kann man nicht irgendwo verirgern. Bisher noch nicht. Bisher hatte ich niemanden, der Geld angenommen hätte. Aber gut, Falschgeld mit Geld kaufen ist auch irgendwie komisch, oder? Keinen freien Platz. Drogen sind wichtig. Die bringen viel Geld. Glaubt mir. Aber warte, die behalte ich. Oh, wie viel hat er denn noch dabei dann? Ja, es wird schon gehen, oder? Ich brauche eigentlich die zweite Pistole auch gar nicht. So, let's go. Das Ding ist mehr Koks als Karre. Ja. Ja, ist es auch. So, also jetzt wollte ich gerade das da nehmen. Ja. Also, Sir, ne? Also, das war ein bisschen viel zum Verstecken. Ich bin ehrlich. Lad mal das Zeug aus. Oh, ich kann hier einfach drauf. Lustig. Hier ist nix, ne? War es das schon? Also ich meine, da war ja... Und du wolltest mir $540 geben. Räum hier auf, Maximov, ich will den nicht mehr sehen. Räum hier auf, bitte. Sein Hut. Acht von acht. Ich habe aber alle gefunden diesmal. Ich gehe schlafen. Oh, Maximov steht, glaube ich, auf mich. Der hat mich so ein bisschen, also... Na, hat er so geguckt. Okay. Ich hoffe, jetzt an dem Tag kommt einer, der mir meine Schmuggelware abkauft.